Also ich finde das ganz gut mit den Pflanzen unten, da sieht man ja, ob da jetzt jemand drin ist oder nicht. Ich habe das in die andere Richtung gemacht. Nein! Okay, erstmal heilen. Das ist ganz gut hier mit den Viechern. Muss man sich hier merken. Oh, guck mal, da rechts war auch noch ein Geheimgang gerade. Diese ganze Map ist darauf ausgelegt, dass man sich merken muss, wo welche Gänge sind. Vorsicht mit Golik, der macht gleich wieder seine miesen Energieballattacken. Golik sagt mir nicht so viel. Ja, so heißt der Spielername oder so. Ach so. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Halt die Frau auf dem Surfboard. Da. Ah, okay, das ist schon ein bisschen mehr. Ja. Also die kann halt die Energiebälle und dann noch so eine Spur hinter sich herziehen. Die ist schon ziemlich cool. Oh mein Gott. Hier, den Kriegerbär, den können wir uns vielleicht holen. Da, erstmal hier wieder heilen. I leave now. Oh, ja gut. Ja, ja, sehr gut. Du hast alles weggeschnappt. Och, so lächerlich. So knapp. Das gibt's doch plötzlich nicht. Ist da eine Wand. And suddenly, wall. And ball of paper. Ja. Das ist ein kleiner Insider. Ja. Komm, jetzt holen wir uns jetzt da oben. Aber nur mal hier hochspringen. Hochspringen ist schon eine schwere Kunst hier. Und wir haben ein Tourette zerstört. Oh, ein Tourette. Ich hab hier auch Tourette. Ey, wir sind voll authentisch, Mann. So. Auf geht's. Wieso ging das? Nope. Oh mein Gott, da oben wird schon wieder angegriffen. Dann komme ich von hinten. Ja, rein in den Kriegerbären. Das ist. Ach, das ist noch nicht aufgeladen. Nee. Das, ja, einmal war es nicht aufgeladen, aber der Kriegerbär hat auch gerade. Wie schnell bist du gerade nach hinten gelaufen? Ne? Der hat eine Fähigkeit, auf die wir auch später noch zu sprechen kommen werden. Auf das Video könnt ihr schon ganz gespannt sein, wenn wir den Charakter spielen. Weil das ist auch einer der neueren und den finde ich ganz, ganz cool. Ah, ich stehe schon wieder. Ja, hol ihn dir. Was machst du? Nein! Ach, der Franzose ist bei uns da. Ja, genau, der Franzose. Genau, weil jetzt kriegt er irgendwie weniger Schaden oder so, hab ich das verstanden. Und da hatten wir Glück, wie... Ja. So. Schlecht gerade Raylan gespielt hat. Gucken wir mal. Komm, ich finde, wir pushen mal das obere jetzt, dass wir endlich mal den zweiten Turtle weg haben. Ja, aber wir haben schon wieder so wenig Leben, da muss ich wieder ein bisschen heilen gehen. Ja, da ist da, wo wir gerade vom Heilen sprechen. Sehr gut. Ja. Ja. Dummelpflanzen. Sehr gut. Nein. Sehr gut, ja, und nun müssen wir schnell laufen. Aber zum Glück ist das Ganze auch eher so ein Support-Hero, auf den wir gerade gestoßen sind. Petey ist da! Jetzt wird's eine Party. Ein bisschen längerer Stun vielleicht, aber wir machen keinen Schaden. Und, oder wir holen uns noch mehr Leben demnächst. Ja, haben wir schon ein paar Mal. Ja. Ich finde Leben schade nie. Und ich find, wir könnten noch schneller sein mit dem Tourette Turbo. Ja. Oh mein Gott, ich setze ja alle Skills. Alle Skills, ey. Ich schieße einfach noch wild durch die Gegend. Aber das ist das Schöne, Ossenot ist ja auch so ein bisschen vergebend. Ne? Also. Ich glaube, in so manch anderen MOBA-Spielen wären wir schon längst tot. Da. Oh mein Gott. Oh. Nein, lauf. Ah! Ja, leben! Und weg. Nein, ich dachte, das wäre Heilung. Warum warst du jetzt mal wieder da? Was war da? Wieso bist du gestorben? Weil da die Frau drin war. Ich dachte, ich könnte einfach unten mich noch reingehen. Ich wollte nicht zurücklaufen, weil wir nicht so viel Geld zum Shoppen haben. Och, das ist lächerlich. Nein. Aber wir sind am Verlieren, oder? Sieht man hier so Stats? Mal schauen, wir haben 2-2. Die haben 7-2. Wir sind noch rot, oder? Ja. Ja. So, zeig mal, wie viel Leben haben die. Nicht wie viel Leben, wie viel Level haben die anderen? Guck mal. Ja. So viel. 24, unser niedrigster hat 18. Ah, das können wir aber noch drehen. Also, da ist noch alles drin. Gerade jetzt. Ja, das war wunderschön. Oh. So muss das aussehen.
ist das denn? Ja, also wenn man ein bisschen wütend auf die Wand ist, einfach mal mit dem Kopf voran. Oh, die nervt mit ihren komischen Spurzeln hinterher. Oh, mir ist gerade so ein nettes kleines Detail aufgefallen. Guck mal, wenn du oben reingehst in das Versteck, dann ist da so ein G zu sehen in der Mitte. Und wir spielen ja auch Froggy G. Also das sind jetzt so die versteckten Easter Eggs, die ich gerne mag. Was ist das denn? Hä? Jetzt sind wir unsichtbar. Hä? Wie mies ist das denn? Wie geht das? Was hast du getan? Wie ging das? Da war irgendwas. Irgendwas. Mysteriös. Oh, jetzt hat sie sich das Geld eingesammelt. Ja, einmal schön hier. Glitzer, 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 Glitzer. Ja. Wie du stirbst, wenn du da reingehst. Ja, vor allem wie schnell. So, aber jetzt den Kriegerbären. Der Kriegerbär ist einfach zu gut. Dann pushen wir ein bisschen unten. Ja. Und push, 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 push. Ja. Ja, schön. Ja, gut geflohen. Und sie weiß nicht, dass wir hier unten sind. Jetzt weiß sie es und jetzt sollten wir laufen. Oh, die Pflanzen klauen immer die ganzen Heilungen hier. Komm, jetzt, 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 jetzt. Ja, jetzt push, push ihn zu Tode. Ja. Nein, lauf. Nein. Verdammt, aber wir haben das Turret. Und sie haben aber das Geld eingesammelt. Schade. Das war sehr ungünstig. Mehr Geschwindigkeit, mehr Leben, irgendwas. Shield? Wollen wir Shield mal nehmen oder mehr Leben? Mehr Leben würde ich sagen. Ja, wobei das Shield bin ich als nächstes. Kein Schaden klingt immer gut. Ja, wir machen keinen Schaden. Das auch, ja. Boah, ich sammle jetzt hier keinen ein. Ich bin so. Und wieder alle daneben, alle. Alle daneben. Was war das denn? Wir hauen einfach mal alle Fähigkeiten raus, bevor wir überhaupt im Spiel sind. Oben wird schon wieder angegriffen. Ja, eigentlich Zeit, um unten zu pushen, oder? Ja, wir müssen den Turm treffen. Guck mal, die spielen immer zusammen. Immer zusammen hier. Sollten wir das auch machen. Wo sind denn die anderen? Vorsicht! Oh, mit Luck ausgewichen. Ja. Ah ne, man sagt immer Skill. Ja, das war alles Skill, ja. Es war genauso Skill, auch wie ich hier in Don't Starve die ganzen Sachen gefunden habe. Ja, genau, hier vor allem mit Chester, ne? Ja, Chester, ja. Also man muss halt genau wissen, wo er ist. Und sich dann dahin lacken. Skillen. So, ich würde mal sagen, wir müssen mal wieder heilen. Kann man noch irgendwas kaufen, was billig ist? Nee. Das ist schon aus Lacken und Skillen. Licken. Also ich muss sagen, ich spiel ja noch nicht so lange in das Spiel. Das ist, glaube ich, das dritte Mal. Mir gefällt Deffen irgendwie besser als Angreifen. Warum? Ja, aber es ist ja auch einfacher, oder? Oder ja. Warum gefällt dir das besser? Ah, weil der Turm einfach mehr Schaden macht. Nein! Yes. Ja! Yes! Sehr nice. Yes! Den Murukai. Und noch wieder Leben dazu. Den wollte er sammeln wahrscheinlich. Wow. Ja, nein, 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 nein. Da kam was schon der... Was ist das für ein Schaden? Ja, es ist schon ziemlich böse, was sie da machen kann. Coco heißt sie, genau. Haha, mir fällt der Name wieder ein. Coco, das Surfer-Girl. Also gleich ein Shield erstmal. Ja, sammeln wir mal ein paar Münzen ein. Ja, das müssen wir beim Runterfahren. Generiert man nicht irgendwie Geld, wenn man spielt? Aber nicht, wenn man tot ist anscheinend, oder? Wir kriegen eigentlich ein Gold pro Sekunde. Und wenn du tot bist... Nix. Anscheinend nichts, aber du kannst bis zu 40 Münzen einsammeln, während du hier runterfliegst. Ja, habe ich nicht geschafft. Ja. Da sind noch welche und... Sehr nice, und jetzt kommt das Schild. Jetzt sind wir so unbesiegbar. Also. Sind wir? Ja, also das Schild ist unfassbar mächtig. Dann hätten wir das gleich von Anfang an holen sollen. Ja, aber gut, jetzt haben wir es und wir wollten ihr noch eine Chance lassen. Du kennst das ja auch, wenn man am Anfang gleich schon total alles dominiert. Jetzt habe ich lieben immer alle. Oh. Oh. Ja. So,
man so dominiert wie du hier gerade. Nicht so wirklich. So, erstmal heilen. Und sammelt hier alles ein. Alles. Oh, nee, 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 nee. Da kam auch schon sein anderer Skill. Guck mal, jetzt sind wir zu dritt. Wir sind zu dritt. Und ich bin unsichtbar. Was war das denn schon wieder? Ich sehe es nicht. Ist auch unsichtbar, aber das ist doch... Oh, der Frosch. Nee, was ist das denn komisches? Der bellende Hund da. Ja, ich glaube eine Biene oder ein Insekt. Bin mir nicht ganz sicher. Der klaut immer die ganzen Heilungen. Na, wenigstens kriegt der Gegner sie. Oh, der ist ja... What are you doing? Ah, da muss man natürlich auch ein bisschen springen. Oh, der Tower, der Tower, der Tower, der Tower. Ja. Ist da? Nee. Erstmal wieder gar nichts. Auch nix. Und hier oben können wir ein bisschen Punkte sammeln einfach nur. Daphne ist fast schon überflüssig, aber du hast ihn noch gekriegt. Hab ich bekommen? Ja, yes. Du hast den Kill bekommen. Du hast den Kriegerbär getötet. Ich verdiene natürlich. Und deine Mutter hat das verdient. Und jetzt den auch noch. Ja, das könnte was werden. Ja, das Schild macht ordentlich was aus. Aber... Komm, du lebst noch. Den wollte ich noch haben. So, jetzt hier wieder ein bisschen heilen. Das Rückkehren lohnt sich noch nicht. Ah, gibt hier wieder keine Leben. Aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt hinterher. Yes! Und jetzt nicht stehen. Nicht sterben. Da reingehen, nicht da reingehen. Nicht sterben. Der rutscht immer noch so ein bisschen hin und her. Das ist halt der Frosch. Und Froggy G ist ja unaufhaltsam. Also. Wow. Sammel das Gold, sammel das Gold, sammel das Gold. Sehr gut. Ah, ich versuche immer hier meinen Wirbelsturm zu machen, aber. Und wir sind in der Base. Sehr nice. Und Vorsicht. Weg, weg, weg. Lauf. Versteck dich irgendwo. Da so, oben reinspringen. Sollte man mal shoppen gehen, vielleicht? Ey, danke. Ja, F. Ach so, F, nicht E. So, vielleicht noch ein bisschen Grundschaden oder mit dem Wirbelsturm, der gefällt mir. Ja, der Wirbelsturm ist gut. Mit mehr Speed. Awesome. Ja, guck mal, jetzt ist das sogar doppelt hier. Sehr nice, sehr nice. Awesome Nuts. Total schräg. Fuck! Und hoch die Walle. Ja. Ist da noch ein Heilzeug? Nein. Jetzt aber, der ist gerade gespawnt, glaube ich. Oh mein Gott. Aber es gibt wieder hier Unsichtbarkeitszeug. Komm, wir machen jetzt den oberen Turm kaputt. Ich will noch das Geld einsammeln. Plunk. Sehr nice. Und rauf da, rauf da. Ja! Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das jetzt gleich gewinnen hier. Gerade zwischendurch, ne? Also. Oh, das ist ja im Grunde schon ein GG, was wir hier gerade haben. Oder? Oh, nein! Dann geh nicht zum Tower. Was das, tust man kann, du? Man kann an dem vorbeilaufen, aber das geht ja gar nicht. Okay, ich glaube, ich gehe mal wieder ein bisschen heilen. Ja. Boah, hier der Wirbelsturm ist so geil. Ja, er ist schon ziemlich mächtig. Okay. Nix drin. Oh, der Turm ist weg. Jo, dann zerstören wir mal die Base. Komm schon. Rein da, rein da. Ja. Nein! Der weg. Das war schon leicht glücklich gerade. So, ich würde mal sagen, jetzt ist wieder Zeit zum Shoppen. Ach nö, die haben wir noch hier. Können wir leben. Obwohl. Ja, oder doch nochmal shoppen. Guck mal, Final Push. Alle rennen rüber. Ja, da muss ich mitkommen. Da wollen wir doch dabei sein, ja. Huhu! Surprise, Motherfucker! Aber es hat nicht ganz funktioniert. Ja, ich sterbe hier schon wieder, glaube ich. Einfach mal rein, ja. Einfach mal hier so reinschießen. Wird eng. Ich würde weggehen, glaube ich, oder? Ja.
Ich weiß es nicht. Sieht nicht gut aus. Oh. Ach doch, doch, doch. Oh, ich trau mich nicht, das geht doch nicht. Ah, schütz ihn. Er schützt dich. Weg. Oh, oh. Ja. Ja, da leben wir schon wieder. Rein. Rein. Also wir kaufen jetzt erstmal. Jetzt hier nochmal Damage fertig, Tech Speed und ja. Auf geht's. Zeigen wir hier mal, wer der Herr im Haus ist. Der Herr im Frosch. Nein, Frosch. Nein. Was wollte ich sagen? Der Frosch im Herr? Gucken wir. Der Frosch im Haus. Zeigen wir mal, wer hier die Kiemen anhat. Die Kiemen? Frosch hat Lunge, nur als Form von einer. Wie ist das Ding? Ich wollte schon sagen, Koralle. Oh, schon wieder hat er hier alles weggefressen mit seinem komischen Pflanzen. Das ist voll nervig. Da, 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 da. Und zielen und zielen. Bam. Nein, das ist noch nicht aufgeladen. Das ist noch nicht aufgeladen. Ich will aber Ausrad drücken. Aber die kriegen wir trotzdem noch. Nee, die zieht ja mal irgendwas hinter sich her. Siehst du, siehst du? Ah. Shield, 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 shield. Wie glücklich ist das? Nein! Okay, die Distanz mal teleportieren wir jetzt. Okay. Besser ist. Oh mein Gott. Ey, schon 33, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Was bedeuten eigentlich diese jetzt die 33 da neben dem Namen? Also die 33 gibt dein Level an. Und für jedes Gold, was du kriegst, also alle 100 Gold, kriegst du ein Level dazu. Das heißt, du hast dieses Spiel über 3300 Gold verdient. Ja. Voll verkehrt. Boah, wie lang dieses Stun ist. Das habe ich doch vor kurzem schon mal irgendwo gehört. Aber jetzt einfach mal gewinnen. Ja, gewonnen. Awesome Nuts! Ja, super, so geht das los, ne? Und wir sind ja hier der Froggy GG. Also. Okay, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, es hat uns Spaß gemacht. Ja, schaltet auch wieder ein. Das nächste Mal kommt der nächste Charakter. Das wird wahrscheinlich Lone Star sein. Das kann gut sein. Freut euch drauf, es wird mindestens genauso spannend wie jetzt. Okay. Ja. Oh, sogar aufgestiegen. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.